ja dienstags immer zum Kochen verabredet und sie geht nicht ans Telefon. Ich schaue jetzt einfach mal nach, was los ist. Ja, ich habe schon versucht, sie anzurufen, aber sie will mal. Die Tür steht offen. Hallo? Ganz kurz, ich gehe mal kurz rein, ja? Warte mal ganz kurz. Mama? Mutti? Mama? Scheiße. Oh nein. Mama? Mama, was passiert? Mama? Oh nein. Ich rufe jemanden an. Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Sag mal, wir hatten jetzt gar keinen Namen, oder? Wir haben gar keinen Namen durchgesagt. Ist die Tür jetzt hier offen? Frage ich gleich nochmal nach. Alles offen. Hallo, Polizei? Polizeikommissar Norman Winter und Polizeioberkommissarin Sarah Freitag ist von der Tochter ein Überfall auf eine Rentnerin gemeldet worden. Die 64-Jährige wurde offenbar schon im Flur angegriffen. Hallo? Oh, hier. Ja. Hallo, hallo, können Sie mich hören? Hallo? Wie geht's Ihnen? Was ist denn passiert? Hallo? Können Sie uns irgendwas sagen? Also ein Rettungswagen ist verständigt, der kommt Rettungswagen sofort. Ist können Sie mal kurz draußen gucken, der müsste eigentlich gleich kommen. Ja. Nicht, dass die uns suchen. Ja, danke. Eigentlich war ich mit meiner Mutter zum Kochkurs verabredet, wie jede Woche. Und sie war nicht da, wir verabreden uns immer früher. Und ich habe sie angerufen, sie ist nicht rangegangen. Und dann habe ich das da oben erlebt mit dem Einbruch. Und wichtig ist erstmal, dass du nochmal eine Durchsage machst, dass die den Nahbereich absuchen. Weil der kann also dann hier noch. Täter haben wir nicht. Ja, ich sag mal, männliche Person. Aber fehlt denn irgendwas? Sie kennen sich hier aus in der Wohnung, ne? Ich muss mal ganz kurz nachschauen. Ja, schauen Sie mal. Hier hat irgendwann mal ihren Schmuck drin. Aber das ist alles okay, weg. Okay, das war voll mit Schmuck eigentlich. Das war voll, ja. Also Schmuck fehlt. Noch irgendwas, was Sie jetzt so auf den ersten Blick sagen können? Bargeld, also das hatten wir. Ah, das haben Sie eben schon geguckt? Ja. Das sind mindestens 5000 Euro, weil. Wo war das? Wo, zeigen Sie uns mal bitte, wo das Bargeld drin war. Was genau? In so einem kleinen Kästchen. Und sie vertraut halt den Banken nicht und meinte, sie müsste alles zu Hause lagern. Ja, ich hab ihr gesagt. Egon, wir streifen noch mal. Wir haben hier zum Täter keine Erkenntnisse. Okay, also der Täter ist flüchtig, ja. Hat hier Bargeld und sonst irgendwas, was Ihnen hier auffällt? Vielleicht hast du mal eine Streife, die wer macht dann sowas? Warten kann. Ist das das Handy von Ihrer Mutter? Ja, das ist das Handy von meiner Mama. Wir haben halt jeden Dienstag haben wir zusammen Kochkurs. Ja. Sie war halt nicht da und wir verabreden uns immer vorher. Und sie ist halt nicht gekommen. Ich habe sie angerufen, aber nichts. Aber ihre Nummer ist durchgekommen, ja? Ja. Okay, sehe ich schon. Aber lieber an. Okay. Hä? Was ist denn das für eine Nummer? Welche denn? Diese 0203 kenne ich gar nicht. Ziemlich oft, ne? 10 oder klicken Sie mal. Ja. Alter, schauen Sie mal durch. Die Nummer ist heute, ja gut, gestern. Das lässt sich herausfinden. Die Polizisten inspizieren zunächst den Tatort und vermuten, dass der Kriminelle über den Balkon geflohen ist. Vielleicht wurde er von der Geschädigten überrascht. Die akribische Suche lohnt sich. Ein Werbeflyer ist verräterisch. Guck mal. Das ist die Nummer. Das ist die Nummer. Meinungsforschung, gefragte Meinung, wir liefern individuelle Lösungen. Kommen Sie mal kurz her. Uns ist hier ein bisschen was auf. Vielleicht arbeitet sie für die oder so. Gucken Sie mal, das haben wir hier gerade gefunden. Das ist die Telefonnummer. Ja, aber meine Mama ist Rentnerin, die arbeitet dafür nicht. Und ich kenne auch die Nummer nicht. Vielleicht nebenbei oder so. Nein, gar nicht. Gar nicht. Ja, wichtig ist jetzt erstmal die Spurensicherung. Die wird sich die Wohnung noch mal komplett anschauen, wie der Tathergang war, zumindest den zu rekonstruieren. Die Tochter der Geschädigten wird mit ihr zusammen ins Krankenhaus fahren. Und sobald dort alles okay ist, kommen die dann zur Wache, zur weiteren Vernehmung. Jetzt ja, weil die Aussage der Vernehmung ist natürlich für uns ganz wichtig. Wie war der Tatablauf? Was wurde jetzt tatsächlich vielleicht noch entwendet, was uns nicht aufgefallen ist? Also es ist jetzt wirklich noch eine ganze Menge Ermittlungsarbeit zu leisten. Gibt es irgendjemand, von dem Sie sich vorstellen könnten, dass der hier einbricht oder Streit mit Ihrer Mutter hat? Na klar, so. Der Pfleger. Meine Mutter ist, muss sich Insulin spritzen und will es natürlich nicht selber machen und hat halt einen Pflegedienst. Genau, einen Pfleger dafür. Ah, okay. Und wie oft kommt denn dieser Pflegedienst? Der ist ja dann relativ häufig. Ja, der ist relativ häufig hier und ist ständig bei ihr. Heißt Herr Sonntag, Dirk Sonntag oder so.
Und hat auch schon mal 20 Euro ihr geklaut. Das war erst vor kurzem. Und er ist hier aber immer noch Pfleger. Ja, sie hat ihm noch mal eine Chance gegeben, weil sie meinte, die jungen Leute brauchen das Geld. Und ich vermute mal ganz stark, dass der Pfleger auch einen Wohnungsschlüssel hat. Klar. Das überprüfen wir. Jetzt würde ich sagen, also Spusi kommt gleich. Genau, theoretisch gesehen müssten die Kollegen schon unten sein. Ja. Die werden jetzt erstmal die Wohnung übernehmen, auf die Spusi warten. Sie würden jetzt mit ihrer Mutter ins Krankenhaus fahren, ja? Das ist erstmal das Allerwichtigste, dass es ihrer Mutter gut geht. Und sobald es ihrer Mutter besser geht, kommen Sie bitte zur Wache. Und wenn es geht, bringen Sie Ihre Mutter gleich mit, wenn es möglich ist. Die Rentnerin soll im Krankenhaus auf eine Gehirnerschütterung untersucht werden. Ihre Wohnung war nicht durchwühlt. Die Beamten folgern deshalb, dass der Täter genau wusste, wo die 5000 Euro und der Schmuck zu finden waren. Deshalb ist der junge Pfleger für die Kriminaloberkommissare Lara Grünberg und Bora Aksu dringend tatverdächtig. Sie sind ja schon mal negativ aufgefallen, was die Frau Gesing angeht. Und jetzt können Sie sich sicher vorstellen, warum Sie gerade bei uns sind, oder? Ja, negativ aufgefallen. Ich habe hier halt mal... war halt eng mit dem Geld und ich habe hier halt mal 20er halt entwendet und ja, aber ich habe mich tausendmal entschuldigt und sie hat mir verziehen. Ich weiß nicht jetzt, worum es geht. Also Sie sind so ein bisschen nervös, ja, aufgeregt, Angst vor uns oder vor irgendeiner Situation? Ja, ich meine, man wird ja nicht tagtäglich verhört, ne? Also, waren Sie heute bei ihr? Nein, ich war nicht da. Ich war echt nicht da. Ich war bei mir in der Firma. Also ich kann es sogar beweisen. Ist es im Moment dann auch ein bisschen knapp mit dem Geld? Man kommt über die Runden. Also man kommt klar. Ja. Also wie gesagt, also ich kann es wirklich beweisen. Rufen Sie meinen Chef an, den Herrn Kerber. Also ich arbeite bei der Kerber GmbH, Pflegedienst, und rufen Sie einfach an mich. Wie viel Uhr waren Sie denn da? Heute Vormittag? Ja, vormittags. Die ganze Zeit? Oder waren Sie auch draußen unterwegs? Nee. Also der kann bestätigen, dass Sie... Der kann bestätigen, dass ich da war. Ich hab... Was ist die Firma Kerber? Kerber, ja. Haben Sie die Nummer? Ich habe die draußen. Lara Grünberg überprüft das Alibi des 25-Jährigen. Es stimmt. Folglich muss jemand anderes eingebrochen sein. Die ältere Dame kann trotz Verletzung aussagen und führt die Beamten auf eine neue Spur. Der Kollege hatte uns jetzt mitgeteilt, dass mehrere Anrufe eingegangen sind bei Ihnen auf dem Telefon. Ja, okay. Und zwar stammt die Nummer von einem Meinungsforschungsinstitut. Erzählen Sie uns doch mal bitte was zu der Firma. Wir haben hier auch noch so einen Flyer. Ach so, das ist das, ja. Ich war in der Stadt und da hatte mich ein junger Mann angesprochen und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, an diese Meinungsforschung da dran teilzunehmen. Und ja, ich bin Rentnerin, wissen Sie, ich habe Zeit und man findet ja auch, die gehen ja alle so schnell vorbei, die Menschen. Ne? Der hat ja dann auch schon mehrere angesprochen und die sind alle weitergegangen, keine Zeit, und ich hatte ja nur Zeit. Ne? Mhm. Und irgendwo habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ja, und da haben wir halt kontaktiert zusammen, hat sie eine Nummer gegeben von mir, hat er mich angerufen. Netter Mann war das, oder ist das ein netter Mann? Also Sie haben den Mann noch in Erinnerung, Sie wissen, könnten den jetzt genau wieder beschreiben. Ja. Was für Fragen stellt er? Was für Meinungsforschungen werden da betrieben? Ja, so allgemein, nur was ich so einkaufe. Mutti, warum sagst du denn nichts? Du kannst doch nicht irgendeinem Wildfremden auf der Straße deine Nummer geben. Schatz, das ist doch nicht so. Aber lassen Sie ein seriöses Unternehmen. Genau, also was Sie einkaufen, genau. Ja, was ich einkaufe, wo ich einkaufen gehe. Das ist so mein Tagesablauf halt, ne? Dass meine Tochter mir einen Kochkurs geschenkt hat zu Weihnachten, damit ich auch mal wieder rauskomme zu Hause. Ziemlich und intensive, dass wir halt jede Woche Dienstag uns treffen zum Kochen gehen. Ja. Ich muss Sie jetzt noch mal ganz kurz noch mal eine Frage. Die Person, die Sie angesprochen hat in der Stadt, dass Sie daran teilnehmen. Ja. Haben Sie irgendeine Ähnlichkeit zu dem Täter irgendwie feststellen können, der Sie da überfallen hat? Also es war ja offensichtlich ein Mann, oder? Eine männliche Person, aber das wissen Sie alles sie gar sagt nicht. Sie sagt ja, sie hat nichts gesehen. Gar nicht. Ich bin in die Tür reingegangen und dann habe ich schon pass auf, einen Schlag bekommen. Ich würde vorschlagen, wir überprüfen das gerade mal ganz kurz drüben. Und bleiben Sie noch einen Moment sitzen. Wir gucken mal, wie seriös diese Firma ist, die Sie dort kontaktiert.
Ja. Ja, ist das in Ordnung? Wenn Sie was brauchen, sagen Sie Bescheid, ja? Okay. Es gibt natürlich seriöse Meinungsforschungsinstitute. Man darf das jetzt nicht irgendwie verpauschalisieren. Aber falls man denn solchen Instituten Auskunft geben möchte, dann warne ich davor, private Daten rauszugeben oder Sachen rauszugeben, die man sowieso niemandem erzählen würde. Sprich, Kontennummern, irgendwelche Geheimzahlen, davon mal ganz zu schweigen. Oder was sich halt auch alles in dieser Wohnung befindet. Ob die Leute berufstätig sind zu Hause, ob tagsüber jemand erreichbar ist oder nicht erreichbar ist. Das sind Informationen, die gehen niemanden an. Und die gefährden auch ihre Sicherheit. Schau mal, guck mal da. Freistellend. Ja, guck mal, also einfacher geht's doch gar nicht, oder? Willst du dich dort bewerben? Ja, sonst kommen wir ja gar nicht weiter. Die arme Frau, die leidet voll. Die ist ja Opfer, aus meiner Sicht absolut Opfer hier einer Masche, einer Betrugsmasche. Ich meine, jetzt kommt noch eine Gewalttat hinzu, ne? Stell dir mal vor, da wäre was Richtiges zugestoßen. Stell dir mal vor, die wäre so gefallen, dass sie jetzt nicht mehr da wäre. Die Kriminalisten vermuten, dass das Institut gutgläubige Rentner ausspioniert, um sie auszurauben. Lara Grünberg will sich ins Unternehmen einschleusen. Ja, guten Tag, hier ist die Lara Bauer. Ja, ich rufe an und zwar habe ich im Internet gesehen, dass Sie eine Callcenter-Mitarbeiterin benötigen. Ja, genau. Ja, ich wäre natürlich sehr interessiert daran. Ja? Ja, sehr gerne. Ich könnte jederzeit anfangen und ja, habe schon ähnliche Jobs gemacht und ja, bin da eigentlich sehr erfahren. In einer Stunde? Ja. Ja, das kriege ich hin. Genau, an die angegebene Adresse. Genau, ich bin hier gerade im Netz und alles klar. Und Sie sind der Herr Hausschild, ja? Alles klar. Bauer ist mein Name, genau. Lara Bauer. Gut, ich freue mich. Ja, tschüss. Du bist ja verrückt. Die Beamten halten es für möglich, dass der Täter die Rentnerin erneut angreifen könnte. Schließlich ist sie eine Zeugin. Deshalb ist es extrem wichtig, ihn in der Firma schnell aufzuspüren. Lara Grünberg ist einsatzbereit. Gefall ich euch? Fertig. Super. Würdet ihr mich so einstellen? Ja, natürlich. Und du? Sofort. Ja. Ja, das, okay, das geht so. Wir's. Pass auf, wir nehmen die beiden mit. Du kriegst noch eine Kamera drauf. Das haben wir gerade noch besprochen. Und dann können die ja schon mal, beziehungsweise den Herrn da identifizieren, wenn du mit ihm sprichst, ob er auch derjenige ist. Ihr stellt euch vielleicht auf und nehmt die beiden mit. Ja? Ja. Die Kommissare haben sich den Undercover-Einsatz von einem Richter genehmigen lassen. Sie beschließen, dass Lara Grünberg eine getarnte Minikamera bei sich tragen wird. So kann Bora Aksu das Geschehen im Institut live auf einem Tablet verfolgen. Willst du den Kugelschreiber benutzen oder die andere Kamera? Nee, ich würde eher den Kugelschreiber, oder? Ja, okay, dann steck ihn schon mal an. Ich guck mal, ob ich Bild habe. Ist der eingeschaltet? Warte. Ja. Jetzt ist es enorm wichtig, dass die Kriminaloberkommissarin bei dem Vorstellungsgespräch überzeugend wirkt. Die Rentnerin schaut mit. Nur sie kann den Täter identifizieren. Jetzt gucken Sie halt einfach mal, ob Sie irgendjemanden wiedererkennen. Vor allem den Herrn, von dem Sie angesprochen wurden auf der Straße, ob Sie den wiedererkennen. Hallo, guten Tag. Ja. Bauer ist mein Name. Hallo. Ich hatte angerufen. Ja. Also wir sind schon Bescheid? Okay. Alles klar, sehr, sehr nett von Ihnen, ja. In diese Büroräume sind Sie nie gegangen? Das heißt, Sie wurden da auch nie mal gerufen oder so? Die Polizisten wissen nicht, ob ein einzelner Mitarbeiter hinter der Betrugsmasche steckt oder ob auch der Geschäftsführer daran beteiligt ist. Vor dem muss Lara Grünberg zunächst bestehen. Ja, schön, dass Sie mich gefunden haben und auf unsere Annonce aufmerksam geworden sind. Haben Sie Erfahrung mit Callcenter? Ja, ich habe schon, also jahrelang bin ich schon in dem Bereich tätig. Ich bin halt sehr, sehr oft im Außendienstbereich unterwegs gewesen. Ja. Also bin da auf die Leute zugegangen und mir macht das unheimlich viel Spaß, Leute anzusprechen, nicht zu warten, sondern auf die Leute zuzugehen. Der Kripo-Beamtin gelingt es, die Anstellung zu bekommen. Ihr wird ein leitender Mitarbeiter vorgestellt. Für die Rentnerin ein bekanntes Gesicht. Das ist der? Kennen Sie den? Das ist der? Das ist der Mann, mit dem ich in Kontakt hatte. Ja, das ist der. Der mit dir, der hat mich gestern angesprochen. Dieser Mann hat Sie angesprochen. So schnell, okay. Perfekt. Lara für Bora. Gut.
Lara, einmal Gratulation zu dem neuen Job und zweitens die zweite Person, die zweite männliche Person, der wurde identifiziert als die Person, die telefoniert hat mit unserem Opfer. Und die Person habe sie auch direkt angesprochen auf der Straße. Also das ist eine und dieselbe Person. Wenn man mit viel Geschick dabei ist und sich gut anstellt, dann hat man auch die Möglichkeiten, sehr schnell das Kurs zu steigen. Wie stellt sich das dar, wenn du mir machst? Na, ich sag mal, gehaltlich sieht es dann schon mal ganz gut aus. Okay. Also, dass man da sich auch noch nebenbei ein bisschen was verdienen kann, ist schon... Nebenbei? Mhm. Das heißt? Na, ich sag mal, wir sind ja ein Meinungsforschungsinstitut und haben halt auch die Möglichkeit, oder wir telefonieren ja mit vielen Leuten und... Das eine und das andere Mal gibt es auch wirklich Kunden, die sehr viel von sich preisgeben. Mhm. Und dann erfährst du halt unter anderem auch, wann sind sie zu Hause, wann nicht. Was gibt es zu Hause, was an Wertgegenstände da ist oder an Geld. Und ab und zu gehen wir dann auch mal dahin und wir schauen noch mal vorbei und was da ist. So wie heute zum Beispiel, heute Mittag war auch da, ist ein bisschen daneben gegangen, weil da ist die Besitzerin wieder zurückgekommen. Aber auch das hat man, oder habe ich souverän gelöst. Okay, Lara, pass auf, das reicht für uns. Wir kommen auf jeden Fall hoch. Bist du hoch? Rein, ja. Beobachte das Ganze weiter. Du bist über Funke erreichbar? Über Funk? Ja, machen wir. Rechts. So, wir sind von der Polizei, junger Mann. Scheiße! Hier, stehen geblieben! Scheiße, wo ist der? Lass mal runtergehen, runter. Der will sicher nach unten. Hey! Ach du Scheiße! Hey! Runter. Auf den Bauch. Unten bleiben. Ganz gut. Die Flucht des Geschäftsführers ist Beweis genug. Bora Aksu belehrt ihn, dass er wegen Betrugs vorläufig festgenommen ist. Der Mann weist aber jegliche Schuld von sich. Sie lassen mir Ihre Mitarbeiter andere Leute überfallen? Ja, er macht das. Und rauben dort das Geld. Du hast doch die ganze Scheiße eingebrockt. Was denn? Bist du mein Mitarbeiter? Wegen dir bin ich hier, zu Arschloch. Bist du mein Mitarbeiter oder ich deiner? Du hältst schön die Schnauze. Okay. Der hält mir gar nicht mal die Schnauze. Das sagt uns schon nämlich einiges aus. Genau. Wenn er krumme Geschäfte macht, wer macht hier krumme Geschäfte? Wer macht hier krumme Geschäfte? Ich glaube, wir werden Ihre Mitarbeiter. Hallo! Sie haben jetzt hier mal gar nichts zu sagen. Wir werden mal Ihre Mitarbeiter alle befragen. Und ich glaube, die haben uns einiges zu erzählen. Ja, dann machen wir. Ne? Ja, zu den Strafen können wir eigentlich jetzt gar nicht so viel sagen. Das ist natürlich immer, das hängt immer von der Staatsanwaltschaft ab und dann schließlich vom Gericht. Die Straftaten, die da vorliegen, da haben wir ja den Wohnungseinbruchsdiebstahl, wir haben hier diese Körperverletzung, wir haben hier den Betrug und vielleicht noch weitere Strafen, vielleicht auch einen Raub. Das ist halt die Frage. Wir müssen erstmal nochmal alle beteiligten Personen vernehmen und dann können wir was dazu sagen. Was wir definitiv auf jeden Fall sagen können, ist, dass es sich hierbei nicht um Vergehen handelt, sondern um Verbrechen. Und um ein Verbrechen handelt es sich, sobald Straftaten mit mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe im Raum stehen. Also wirklich, das ist unfassbar, dass man sowas macht, ne? Aber sie dürfen auch nicht gutgläubig so durchs Leben gehen. Und dann müssen sie noch mal mit ihrer Mutter sprechen. Und wie gesagt, wir können ihnen auch Hilfe anbieten, um sie einfach mal aufzuklären, was man nicht machen darf. Das zum Beispiel, ne? Sie sehen, wie das ausgeht. Es gibt immer böse Menschen. Also, sie fahren direkt auf die Wache, ne? Ja, und das ist, also ich meine, das ist jetzt wirklich ein bisschen ausgeartet. Und deswegen, sie haben auch Glück gehabt, dass sie nicht mehr verletzt wurden. Ja. Der Mitarbeiter wird wegen Betrugs, Wohnungseinbruchsdiebstahls, gefährlicher Körperverletzung und Raubs inhaftiert. Der Geschäftsführer wegen Anstiftung zur Straftat und Betrug. Tatsächlich wollten die Männer nur Geld stehlen. Das Niederschlagen der alten Dame war nicht geplant, aber sie hatte den Täter überrascht, weil sie etwas in der Wohnung vergessen hatte.